Liebe Rohrbacherinnen und Rohrbacher, heute stehen wir am Recyclinghof in Rohrbach, denn wir starten trotz des Ausfalls der landkreisweiten Ramadama-Aktion zumindest in Rohrbach eine Ramadama-Light-Version, nenne ich es jetzt mal. Und zwar sind die Vereine, die auch in den letzten Jahren immer aktiv waren, angeschrieben worden von der Verwaltung, ob sie denn nicht bereit wären, in Kleingruppen, was halt coronatechnisch aktuell erlaubt ist, den Müll aufzusammeln und anschließend dann halt hier im Recyclinghof abzugeben. Das Echo ist bereits sehr groß darauf und für den Verein wirkt natürlich auch immer die finanzielle Unterstützung vom AWP. Insofern ist das gut für die Umwelt und auch gut für unsere Vereine. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die hier schon mal ehrenamtlich sich auf den Weg machen. Ja, was ist ansonsten passiert? Großes Thema war diese Woche die Gemeinderatssitzung mit dem Hauptpunkt der Turnhallensanierung. Da wurden die ersten Aufträge zur Fachplanung vergeben, Schadstoffgutachten, Vermessung etc. Die Objektplanung, die steht noch aus. Das kommt dann in den folgenden Wochen. Dazu wurde die Verwaltung bemächtigt, die Aufträge dann zu vergeben. Weiterhin gab es eine Vorstellung zum geplanten Quartiersplatz im neuen Baugebiet Schelmengrund vom Ingenieurbüro Steinbacher. Dort wird der gesteckte Kostenrahmen von 100.000 Euro eingehalten. Es wird ein sehr schöner Platz, grün und gleichzeitig funktional. Und für die weitere Detailplanung ist jetzt dann auch der Bauausschuss ermächtigt worden, da Pflasterarbeiten und sowas dann im Detail zu besprechen. Auch in der kommenden Woche haben wir eine Gemeinderatssitzung. Dann mit den Themen der Vergabe einer bzw. der Ausschreibung einer städtebaulichen Beratungsleistung. Außerdem geht es auch, wie angekündigt, um ein erstes Vorkonzept für das Kinderhaus Löwenzahn mit entsprechender Raumbelegung, was der Gemeinderat dann billigen soll. Wir haben am Mittwoch in dieser Woche auch das alte Bahnhofsgebäude in Rohrbach gemeinsam mit Vertretern der Bahn besichtigt. Außerdem waren einige Interessenten mit der Bahn im Gebäude und jetzt schauen wir mal, was sich da an Nutzung herausstellen kann. Ganz einfach wird es natürlich nicht, denn solange das Gebäude in Bahnbesitz ist und die Bahn nicht wirklich zu Sanierungsarbeiten bereit ist, ist die Gebäudesubstanz natürlich wenig attraktiv. Sollten jetzt hier die Anfragen scheitern, dann müssen wir uns nochmal mit der Bahn an den Tisch setzen, wie wir denn hier konstruktiv weiterarbeiten. Am 24.03. wird nun die Wahlversammlung der neuen Gemeinschaftsfeuerwehr Gambach-Rohr-Wahl in der Turmberghalle in Rohrbach stattfinden. Die Kameradinnen und Kameraden haben uns da grünes Licht gegeben und die Einladungen gehen jetzt heute raus, sodass wir dann den nächsten Schritt nach der Fahrzeugbeschaffung und der Feuerwehrhaus-Ertüchtigung oder des Feuerwehrhausanbaus dann jetzt auch die Organisationsform festzurren können. Auf die Veranstaltung freue ich mich schon. Und dann kann die Feuerwehr hier endlich starten. Am Montag findet dann wieder eine Bauausschusssitzung statt. Diverse Bauanträge liegen da jetzt zur Bearbeitung vor. Und außerdem berät sich der Bauausschuss auch zum Thema eines Radwegekonzepts. Denn es wäre meiner Meinung nach sinnvoll, hier für die Zukunft ein abgestimmtes Konzept und eine abgestimmte Planung zu haben, um dann nicht in jeder Legislaturperiode die Diskussion erneut zu führen, welche Radwege wichtig sind, was man jetzt priorisieren soll. Und in diesem Sinne wird auch wieder die nächste Woche sehr voll und spannend sein. Freuen wir uns drauf und wir sehen uns in der kommenden Woche.